Hey, liebe Pokémon-Fans des Kampfstils-Sets, herzlich willkommen zum dritten Teil Kampfstils Analytics. In diesem Video behandeln wir das Thema der Glücksfaktor beim Pullen und 8 Booster, kein Hit. Wurdet ihr gescammt? Viel Spaß beim Video. Um diese Fragen zu beantworten, brauchen wir den SWOG-SWIM, The Lottery Payout SNG Swing Simulator, der die Varianz bei Kartenspielen berechnen kann. Dafür brauchen wir jetzt erstmal ein paar Daten. Also, was ist der Durchschnittswert eines Hitboosters? Der Durchschnittswert eines Hitboosters liegt bei 6,76 Euro. Gut. Der Durchschnittswert eines Non-Hit-Boosters liegt bei 1,38 Euro. Jetzt müssen wir nur noch den Faktor berechnen. Der berechnet sich wie folgt. Dazu teilen wir jetzt den Durchschnittswert des Hit-Boosters geteilt durch den Einkaufswert eines des günstigsten Boosters. Da kommen wir auf 1,76. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Non-Hit-Booster. 1,38 geteilt durch 3,84 Euro. Da kommen wir auf 0,36. Das tragen wir jetzt ein. Und die Frequency, da kommen wir auf einen Return of Investment von minus 6%. Das heißt, wir zahlen ca. 1,20 Euro, wenn man den Versand mit einberechnet, wenn wir einen Booster öffnen. Kommen wir nun zum Glücksfaktor. Also, 25 Booster werden gekauft und das machen 100 Leute. Wie sieht dann der Graph aus und wer hat am meisten Pech, wer hat am meisten Glück? So sieht der Graph dann aus. Gucken wir uns jetzt mal den Glückspilz an, also die grüne Linie. Der Glückspilz hat 16 Hits auf 25 Booster, was eine Hitting-Rate von 64% ergibt. Gucken wir uns mal den Durchschnitt an. Also, der Durchschnitt, wie man unschwer erkennen kann, ist die gelbe und orangene Linie. Der Durchschnitt bewegt sich zwischen 9 und 11 Puls auf 25 Boostern, was einen Durchschnittswert, eine Durchschnittspullrate von 41% entspricht. Also Normalfall. Okay, dann schauen wir uns den größten Pechvogel mal an. Schauen wir uns jetzt den größten Pechvogel an, was nur in 1 bis 2% der Fälle auftritt. Also von 100 Leuten passiert das eigentlich nur 1 bis 2 Leuten. Er hat 8 Booster hintereinander nur Rare-Karten gezogen. Dann nur auf den restlichen 5 Hits, also 5 durch 25, eine Pullrate von 25%. Was völlig normal ist, das nennt man Varianz. Also könnt ihr davon nicht ausgehen, wenn ihr 8 Booster öffnet und keinen Hit drin habt, dass ihr einfach gescampt wurdet. Es ist einfach Varianz. Kommen wir nun zu One Pack Magic. Mal gucken, was ich heute pullen werde. Viel Spaß. So, da kommen wir mit dem Despotar Booster mal. Mal gucken, ob uns Despotar Glück bringt. Schließlich habe ich auch mal einen Despotar gezogen. Also vielleicht Mullunk ist vorne drauf. Okay, machen wir mal kurz den Kartentrick. Codekarte kommt natürlich weg, weil ich selber spiele. 1, 2, 3 und 4. Und was ist eine Wasserenergie? Okay, sehr wohl. Gerada oder wie der heißt. Wellenflächer oder Fächer. Da ist Mullunk. Okay. Skorgla. Pupenanz oder so, Elektrik, Elektrik ist richtig cool. Kramokles, das Schwert, Quabbel in Reverse Holo und oh mein Gott, nein, den habe ich schon. Humanoid, was will ich damit? Diese Dreckskarte, weg damit.